Zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand kam es am Freitagmorgen an der Neuenhofer Straße in Höscheid. Die Berufsfeuerwehr musste mit allen drei Berufswachen anrücken, um den Brand zu löschen. Auch freiwillige Löschgruppen waren vor Ort oder besetzten die Wachen. Der Brand war frühzeitig von einer Nachbarin entdeckt worden. Drei Personen konnten sich selber aus dem Haus retten. Die Höscheider Hauptverkehrsachse musste für Stunden gesperrt werden. Das Haus, in dem neben einer Wohnung auch ein Spielwaren-Internetshop waren, ist jetzt unbewohnbar. Es entstand hoher Sachschaden, die Wehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbarhaus größtenteils verhindern. Die eine oder andere Hochzeitsgesellschaft musste den Weg zum Standesamt leider zu Fuß antreten.